Ja, guten Tag zur Fortsetzung meines Gewächshausexperimentes dieses Jahr. Werde ich euch immer mal wieder so ein bisschen ein Update schicken, was da so alles gewachsen ist. Ja, willkommen zurück zu meinem kleinen Gewächshaus. Die Tomatenpflänzchen sind schon ordentlich gewachsen. Von den Erbsen sieht man noch gar nichts. Aber wie gesagt, es wächst wie die Hulle nach der Zugabe von meinem Kompostklo. Na? Also nochmal ein kleines Update hier. Die Tomaten, die hören das Wachsen gar nicht mehr auf. Der Salat ist auch ziemlich schnell groß geworden, muss ich sagen. Hier mein Kohl, mein Gott, das war so ein kleines Pflänzchen. Also wie der wächst, ist ja der Wahnsinn. Die Erbsen, seltsamerweise, ja, vielleicht hätte ich die erst im Januar einpflanzen sollen, weil normalerweise gehen die auch so hoch wie die Tomaten. Aber die sind jetzt ganz klein geblieben und sind aber schon Blüten dran. Wie gesagt, ihr wisst ja, ich bin nicht so begabt mit dem Anpflanzen von Sachen, aber die Tomaten, die sind jetzt bald schon so groß wie ich. Da hinten der Salat kriegt weniger Licht, der wächst langsamer, also das hängt auch alles immer viel am Licht. Dann habe ich hier einen Fraß dran, was ich jetzt nicht so toll finde. Dafür habe ich extra das Haus, damit es nicht passiert. Hier habe ich mal einen Dill zufällig entdeckt, da muss man wirklich Glück haben, hier einen Dill zu finden. Und diese Pflanze, die kann garantiert im Sommer nicht überleben hier, ne? Dann hat mir jemand ein paar Demeterbohnen gegeben, 10 Stück glaube ich. 2 sind aufgegangen. Der Rest der Demeterbohne ist nicht aufgegangen. Finde ich ein bisschen befremdlich, aber gut. Dann haben wir noch ein bisschen Spinat, der auch gut wächst. Da bin ich glücklich drüber. Und alles andere, was ich gepflanzt habe, ist halt unter den Tomaten und geht jetzt wahrscheinlich kaputt, weil es kein Licht hat. Weil ich ja nicht wusste, dass dieses Zeug so dermaßen wächst. Ja, finde ich ganz witzig. Da unten kämpft sich noch ein Basilikum durch, ein kleiner Basilikum. Da ist auch noch irgendwo Thymian. Naja. Jedenfalls, es wächst, Leute. Endlich. Und alles auf meiner Kloscheiße. Finde ich fantastisch. Ja, wir haben jetzt noch mal ein paar Wochen später. Man sieht, es ist hier, naja, nachts ist es 10 Grad. Manchmal haben wir im Winter auch kurzen Frost in der Nacht. Das kann passieren, muss nicht. Ich habe hier Rüben, Mangold und Bok Choy angebaut. Und bis jetzt wächst es ganz gut, obwohl es Winter ist. Aber es wächst. Ne? Dann hier drin sieht es so aus, wie gesagt, Dschungel. Habe schon viele Cocktailtomaten geerntet. Da hängen schon wieder ein paar rote. Ja, die sind wirklich sehr lecker. Hinten der Spinat wächst wie blöd, wuchert wie blöd. Das ist gut, dass der hier drin ist, weil wenn es friert draußen, ist der im Arsch. Ne? Ja, die Tomaten nehmen ein bisschen Überhand, ich weiß, aber ja, keine Ahnung. Es war halt, wie es war. Dann habe ich da hinten noch ein bisschen ein paar vergessene Bohnen und Erbsen. Hier sind ja jetzt meine Pilzbeete. Und genau, soweit wächst bei mir im Prinzip alles. Dank meiner Klokacke. Also, I keep you updated über mein Gewächshaus. Also, tschüss miteinander. Ciao.